Hallo Freunde, die Woche haben wir wieder alles drin. Es, alles. Fahren, coole Leute, heimlaufen, Motorrad stehen geblieben, Katastrophenarbeiten, egal. Ihr seht es ja gleich. Hier bei uns startet heute die Sonja, guckt mal da hoch. Das ist der Wahnsinn. Und am Wochenende ist ja März. Und da sind ja viele Saisonkennzeichenfahrer. Und das Wetter, das soll ja richtig toll werden. Und dann denke ich, dass wir da am Wochenende mal ein paar Ründchen drehen. Aber Leute, speziell die Saisonkennzeichenfahrer, die wo dieses Jahr überhaupt noch nicht drauf gesessen haben. Schön chillig. Nicht reizen lassen, wenn es so ein Halbstarke kommt wie ich. Schön chillig bleiben, drauf sitzen bleiben und wenn es euch überkommt, mal anhalte. Und dann gemütlich weiter. Nicht, dass das gleich wieder hier Chaos ist. Schade um die Motorräder und um euch wahrscheinlich auch. Also Vorsicht. Dann viel Spaß mit dem ganzen Quatsch, was wir da jetzt die Woche wieder gedreht haben. Und mal sehen, ob ich am Sonntag einen Film hochlade, weiß ich noch nicht, weil ihr fahrt ja wahrscheinlich Motorrad und sitzt ihr da auf dem YouTube-Kanal und guckt. Mal sehen, wie ich es mache. Alles klar, viel Spaß, bis dann nächste Woche. So, ich bin jetzt da vorne mit der Honda auch soweit. Was willst du mir zeigen heute? Bin jetzt hier auch durch, erstmal mit Lackieren. Im Keller hängen die anderen Sachen. Ich weiß nicht, ob du sie schon drauf hast oder wo du schon mal ohne warst. Und das sind jetzt diese Teile, wo matt-schwarz. Das ist doch die vom Sven, ne? Sven, ja. BM schob dich. Wenn das jetzt getrocknet ist, mache ich dann hier noch die Schreibe, die Streifen silber. Ja. Wie bei dem Motorblock hier neben auch. Der Motor ist auch schön geworden, ne? Ja. Ist geheizt hier drin, es ist alles wunderbare Voraussetzungen. Ja. Gab es irgendwelche Probleme oder? Nein. Ja gut, er war ja schön gesandstrahlt, da konnte nicht viel. Ich habe auch Ach, du hast doch gleich hier innen drin, hast es auch schön gemacht. innen drin Ja, alles das ist immer richtig vom richtig Feinsten. ausgeblasen, alles nochmal Deckel alle ab. Ja. Klasse, klasse. Na gut. Okay. Und da noch erst vorlackiert gestern Abend. Ja. Ja. Schön. Was hast du oben hängen, die Brems? Bremssättel, Bremshebel und die Schutzblechhalter. Ja. Und der Lackierer war heute mal auch da, der wurde Tank und das Zeug, der Ja. hat es mitgenommen. Gut. Das wird aber auch, ich sagte, nächste Woche fängt er erst an. Na gut, dann geht es ja hier auch wieder rund. Und die alte Schraube, die sind so vergammelt, wir machen da neue rein. Ja, wenn alles schon schön ist, machen wir auch neue Schraube rein. Ja. Gut. Ja, dann viel Spaß noch. Ja, moi, mache ich das, packe ich das zusammen und da freue ich mich drauf. Gut. Zusammenbauen. Ja. Hier, ihr Frankfurter. Servus, mein Lieber. Habt ihr den Motorrad aufgeladen? Ja, alles fertig bei dem Gut. Scheißwetter. Es hat ganz schön geschwitzt, ne? Nee, dafür ist zu kalt. Okay. Aber ihr habt auch Geschenke mitgebracht. Ja, letzten Samstag hast du erzählt, du hast keinen Kaffee. Ja. Und dann haben wir den guten Wacker-Kaffee geholt. Und, ganz wichtig, zwei von unseren Afterwork-Mopedentassen. Die Sammeltassen. Das ist, glaube ich, die Ausgabe 2. Nee, das ist die letzte Ausgabe, 3. Das Ach, sind das nur ist die drei. 3 schon. Aber was ist das für ein Club hier? Nochmal? Ja, was ist das für ein Club? Kennt ihr nicht? Afterwork Moped ist eigentlich ein Feierabendclub aus Frankfurt, mittlerweile ziemlich groß geworden. Und ja, der Matthias hat ihn mal gegründet. Und wir treffen uns in der Regel abends um 5, 6 irgendwo, fahren dann so 100 Kilometer, Ja. babbeln dann noch ein bisschen. Manchmal machen wir auch größere Ausfahrten. Du bist ja auch dabei. Ich bin auch dabei, genau. Jetzt hast du jetzt sogar ein Motorrad, ne? Wo du mitfahren kannst. Noch ein zweites, ja. Die nehmen wir daher dann mal auf, da die zwei Apparate, wo er jetzt da gerade abholt. Gut. Ja, gut. Ja, der Matthias freut sich. Dann haben wir die zwei Tassen. Ja, und da kann man auch jetzt zum Beispiel so ein Typ wie ich da, so ein Verrückter aus der Rhön mit lauter Auspuff, kann da auch mal auftauchen. Da sind nur Verrückte dabei, eigentlich. Ja, das ist ja geil. Und ein paar nette Mädels haben wir zum Glück dabei. Mhm. Und ja, da ist alles dabei. Harley, teilweise 125er, Kaffeeracer, Bobber. Also alles. Alles. Gut. Es gibt auch keinen Club, das ist einfach nur. Ja. Und die Leute sind alle nett. Ja, die ich kenne schon, ja. Na gut. Dann ist ja alles gut. Dann tauchen wir mal auf. Tristan, fährst du da auch mal mit? Wenn ich so weit runter darf? Ja, so weit ist es auch nicht. Das sind ja nur 100 Kilometer. Ja. Na gut, klasse.
Jetzt filmen wir aber alle zwei, hä? Ja, soll ich auch nochmal. Susi und der B wuchtig. Ja. Also, sind verladen. So, jetzt kommen sie jedenfalls hier weg. Jetzt kommen sie nach Frankfurt, ne? Ja. Ja. Jawohl, hast wieder Platz. Ja. Aber habt ihr Glück? Der Himmel ist blau. Es wird alles gut. Ja. Ah, die schöne BMW. Der Tristan ist dran schuld, dass du die hast. Ja, hat er gut gemacht. Weil ich hätte sie auch schon fast so für mich, ne? Weil wir haben hier mal gemacht. Ja, gut. Hier, ich mach's jetzt nicht zu lang mit euch. Mir fällt heute ein Stein. Stefan, danke erstmal. Ja, macht's gut. Ciao, Stefan. Ja. Gut. Tschüss. Ciao. Wie sieht denn das aus bei dir? Hast du das Ding jetzt bald auseinander? Alles soweit raus, alles Öl raus, alles soweit vorbereitet. Aha. Dirk will dann nächste Woche mit dem Rahmen schauen, dass es da vorangeht. Ja. Und dann kann dann schon fertig zerlegt und Sandstrahl werden dann. Also wenn ich mir das hier so angucke da bei dir, du hast ja ganz schön Chaos hier. Ja, ganz schön Chaos. Ich bin gerade dabei, alles zusammenzuräumen, dass das dann irgendwie wegkommt, wieder Ordnung herrscht hier bei euch. Genau. Wenn der Dirk am Montag kommt... Der hat schon geschimpft. Hat schon geschimpft? Aber nur ein bisschen. Okay. Nee, räume ich alles weg, genau, okay. Dass ihr dann... Alles klar. Ich habe aber noch eine Idee bei dir. Mhm. Dann war ich weiß nach Kassel da hoch, Kawasaki angucken, 500. Zweitakt. Gehst mit? Sonnenschein. Wir fahren mit dem Bus. Gehst denn mit? Interessiert sich nicht für Kawasakis. Feigerlein. So Leute, Sonntag. Wie viel haben wir denn? 12 Uhr ungefähr. Jetzt geht ab. Jetzt geht's nach Nordhessen. Das sind ungefähr so 120 Kilometer. Und da gucken wir uns mal so ein Spezialapparat an. Mal gucken, vielleicht nehme ich ihn mit. Sicher bin ich mir da noch nicht ganz. Okay. Also. Baujahr 69, ne, sagst du? Mhm. August 69. Ja. Und ich habe auch mal geguckt, also Motor, Nummer, Motor, steht alles, also ist alles. Der gehört doch original da rein. Genau, ja, ja. Ich habe schon mal ein paar Fotos gemacht. Ja. Ich habe den Schein auch schon gesehen, dass er. Ja. Alles klar. Vibrationsreserve, würde ich sagen. Ja. Der Motor und Nummer. Gut, im Tank habe ich reingeguckt, das ist kein Rost. Ja, weniger Fest gehabt, die erst haben wir 60 gehabt und ab 71 war nur noch 50. Gut. Ja, wie gesagt. So Leute, immer noch Sonntag, ich bin wieder daheim. In meiner Heimat. Also die Kawasaki habe ich stehen lassen. Die konnte ich nicht mitnehmen. Die Chefin hat mir und Moja einen Haufen Geld mitgegeben. Der Wille war da, aber nachdem ich sie da inspiziert hatte, das ist zu viel. Da musste ich zu viel machen. Ich habe das da so auf die Stelle so grob durchgerechnet. 70 Arbeitsstunden vorneweg. Dann alles, was dran war, war Gammel. Alles. Ich will sie jetzt nicht so schlecht schwätzen. Wenn einer sowas wirklich aus reinem Hobby macht, weil er sonst nichts zu tun hat, dann will ich das alles akzeptieren. Der Mann ist auch nicht böse mit mir. Wir haben es auch ganz gut unterhalten. Der ist recht nett. Aber, er hat mich noch gefragt, was ich bereit wäre. Sag ich, das sage ich nicht. Sag ich, wenn du sie loskriegst, er hat sie angesetzt mit 5.000 Euro ungefähr. Sag ich, wenn du sie los wirst, dann wünsche ich dir alles Gute. Und wenn du sie halt nicht los wirst, ich habe meine Telefonnummer gegeben, kann ich mich mal anrufen. Sonst, ich habe mir schon überlegt, ich will ja unbedingt so ein Ding haben. Wenn ich so im Netz gucke, da stehen welche drin, VB 9.900, 9.000 Euro oder was weiß ich, oder manchmal stehen sie auch mit mehr drin. Da kriegt man eine, wo man nur noch ein paar Handgriffe machen muss. Aber jetzt hier in dem Fall, der Motor hat, der Kickstarter ging zwar runterdrehte, aber das war auch alles. Geht nicht.
Ich habe ja jetzt kein schlechtes Gewissen. Ich habe heute mal meinen Sonntag wieder geopfert. Chefin wollte nicht mitfahren, habe sie ja gefragt heute Morgen. Gut. Hack ich es ab als Spazierfahrt. Beim McDonald's habe ich einen Big Mac gegessen. Toll. Fertig für heute. Na gut, das Mädchen hängt ganz gut am Gas. Kann man so lassen. Alles klar, Probefahrt beendet. Immer da. Ausgegangen. Kein Strom mehr. Das heißt, ich vermute, das Motorrad läuft nur auf Batterie. Jetzt kann ich heimlaufen. Dann hole ich es mit dem Bus. Katastrophe. Aktion von gestern ist ja bekannt. Jetzt habe ich hier mal dran gehalten und habe geguckt, wenn sie läuft, wie viel Volt, kommen 15, 16 Volt an. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Jetzt ist er kaputt. Regler wahrscheinlich. Muss ich auf den Tristan warten. Hat alles keinen Sinn. Nur noch Katastrophe, dem ganzen Zeug da. Klappt das da bei dir? Ja. Die Enfield, das ist ja wieder besser wie neu. Hm. Und war ganz schön gammelig, ja? Ja, war schon ein bisschen. Ja. Du bist erst am Vorderrad, gell? Ja. Mhm. Da hinten ist auch noch eins drin, ne? Das weißt du ja.
Gut. Also, der Jan, der poliert jetzt hier mal die Enfield auf. Leute, ich muss euch mal was erzählen mit dieser Royal Enfield hier. Ich gehe mal auf die andere Seite. Diese Maschine habe ich vor über 2 Jahren, der ist da inne aus der Offenbacher Gegend, da hat der Mann mir die hingestellt, sollte ich TÜV machen, habe ich auch gemacht. Jetzt sind aber schon wieder TÜV abgelaufen, ist nämlich schon wieder über 2 Jahre her. Der holt die einfach nicht mehr ab. Ja, und wenn der sie nicht mehr abholt, das wäre doch so ein Klassiker für dich. Ja. Weil der Motor hat nämlich mehr Dampf als wie so ein normaler Enfield-Motor. Es ist nämlich ein Egli-Motor. Wenn man hier mal genau guckt, da sieht man das hier. Der hat nämlich mehr Kubik. Und er hat einen riesen Vergaser drauf. Und der heißt Achim, der dem das Motorrad gehört, der hat gesagt, er wäre sehr schnell, weil ich habe nämlich auch noch eine Enfield, die habe ich selber getunt. Und er meint, ich müsste mal Rennen fahren, dass er mich verbläst. Aber der ist ja so feucht, der kommt ja noch nicht mal mehr und holt sein Motorrad. Das wird nichts. Damit behaupte ich einfach, meine Enfield ist schneller. Ja. Was machst du heute mal über dafür schlaue Sprüche? Ich mache keine schlaue Sprüche, ich tue den Ralf aufbauen. Der Ralf muss nicht aufgebaut werden, der hat schon gute Laune. Ja! Aber die Kawasaki hat keine gute Laune. Nur wo er mich gesehen hat, das kam die gute Laune. Die Sprüche. Du hast Scheiße gebaut an der Kawasaki, deswegen geht das nicht. Das ist mir ganz klar, dass ja. Das keine Ahnung war. Ja, weil nämlich, ne, manchmal hast du die Hände in der Hosentasche und dann baust du Scheiße. Bei der Kawasaki meine ich. Sonst will ich mich ja nicht bei ihm beschweren. Aber Katastrophe. Du hast dein Aufsichtsgericht damals vernachlässigt. Du bist ja schon groß, hast du mir ja. Erzählst du mir immer. Na gut, auf jeden Fall, der eine Zylinder will nicht so. Der Ralf gibt alles, er hat eine Schraubenzieher in der Hand. Ich mache aus. Und Dirk, der Bobbermann hat wieder andere Idee, gell? Nö, eigentlich, die Idee ist eigentlich dieselbe, nur der Sitz. Ah ja, ein anderer Sitz halt. Nicht so ein Cowboy-Sitz, ja. So ein kurzer. Ah ja. Dann hier so dazwischen geschraubt. Ja, ja, ja. So ein kurzer? Ja, so kurz ist das nur. Na gut. Na gut. Stoß sind wir ein bisschen schräger angestellt, ungefähr ja, hier. Ja, ja. Hier noch eine Strebe auch noch. Ja. Na gut. Wenn der so haben will, dann machen wir das auch. Ja. Genau. So, ihr zwei Lahme, habt ihr den Ofen jetzt bald fertig? Ja! Er läuft wie ein Kätzchen. Die Vergaser waren nämlich noch mal draußen. Und warum? Weil du gesagt hast, Herr Töpfer. Gut. Ich hatte dich nicht gefragt. Hab gesagt, ist denn die Vergaser in Ordnung? Hast du gesagt, ja. Ich bin kein Wort. Ja, ja. Sie hängt am Gas. Sie hängt am Gas, alles gut. 2 Leerlaufdüse waren zu, gell? Ja. So eine Scheiße, immer wieder dieselbe Scheiße. Na gut, jetzt ist es ja wieder okay. Wie viele Kilometer haben wir eigentlich drauf hier? Hab's schon mal gefilmt. Genau. Und am Sonntag, meinst du, wollten wir mal eine Runde drehen? Sonntag fahren wir mal 2 Stunden. Da fahren wir mal eine Runde. Weil du hast nämlich so eine Weichei-Kennzeige drauf. Und ab Sonntag ist, glaube ich, der 1. März, gell? Sonntag ist der 1. März. Ein Traum. Nee, am Samstag schon. Am Samstag schon, da komm ich, am Samstag kannst du ja am Samstag schon fahren. Na gut. Samstag ist noch zu kühl, da sind es noch 12 Grad. Am Sonntag sind es 15 bis 12 Grad. Ja, das ist doch top. Mensch. Okay. Am Sonntag bei mir gar nicht vorbei. Wir haben kurz vor 5. Wir machen mal die Vergaser heute draußen dreimal. Jetzt flippt er aus. Es waren da drin verbaut 82 Hauptdüse, bis wir das rausgekriegt haben. Lief nicht. Jetzt haben wir auch drin
115. Mal sehen, ob es geht. Soll ich den Raum holen mit dem Lauter mal? Ist zu leise oder was? Nein! Hör mal, los, mach was Richtiges! Nein. Wenn der zurückkommt. Ast rein. Hundertprozentig. Na also, schwere Geburt. Hier meine lieben Kleinen. Ihr Osterhasen. Wer hat wieder die zündende Hauptdüse? Ich denke, Nils Ober. Nee, ich war's. Stefan hat wieder. Ja. Osterhasen! Luftbomben! Jo, warte, der wird's! Ne, ich hab's wieder mal gezeigt. Ja. Gut, jetzt läuft die Gurke endlich. Boah, was ein Stress hier. Bernd, Gerhard! Ja. Komm mal her. Hier. Dass das so nicht ausgeht, einfach so, ne? Dass es nicht einfach so ausgeht, ist dir klar. Was brauchst du, Bier? Bier? Zwei? Zwei? Ja, hallo. Ein Kasten. Hallo, ich mach's auf YouTube. Ach so. Ich hab Hunger. Ja, da gehen wir ins Bäckerchen. Ich will Schnitzel essen. Wo krieg ich denn jetzt ein Schnitzel? Oder Rollbraten hätte ich gern. Meine Frau mag da noch. Sonntag eingeladen zum Rollbraten. Ja. Das, Leute, das ist es. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Nee. Kommst du denn? Nee, am Sonntag. Dann esse ich deine mit. Esse meine mit. Okay. Oh, jetzt kommt noch ein Auto. Okay, und jetzt geht's ins Gelände. Ja, Leute. Das war heute wieder ein Katastrophentag, das sage ich euch. Wir haben dem Günther sein Quad repariert, was wir normal gar nicht machen. Das Ding hat Fehlzündung gehabt, das hat schlecht getan, hast gedacht. Die Hose komme. Gut, im Endeffekt war es die Zündkerze. Die Zündkerze war kaputt. Na gut, haben wir gemacht, so zwischendurch. Und gab es noch ein paar andere Verbesserungen an dem Apparat. Aber egal. Und dann die Kawakaki da von dem Malermeister Töpfer. Da wurde heute die Vergaser, glaube ich, dreimal rausgeschmissen. Ich habe es aber, glaube ich, im Video schon drin. Da waren irgendwelche Profis dran. Der hatte die gekauft vor ungefähr 2 Jahren, ist halt dann mitgefahren. Und da hieß es, da wäre eine Inspektion dran gemacht worden. Erstmal ausmachen. 1.000 Euro hat es gekostet. Der beste Freund hat es gemacht. Gut. Was der gemacht hat, war sowieso alles kacke. Wir haben ja das Motorrad jetzt fertig. Er hat jetzt hier schon nochmal die Ventile eingestellt. Die waren überall, nur nicht da, wo sie hingehören. Jetzt heute, Vergaser, haben wir gemerkt, geht nicht richtig. Leerlaufdüse zu. Alles klar. Lief ja angeblich vorher. Leerlaufdüse zu, haben wir schon gelacht. Aha, bla bla bla, gemacht. Gefahren. Ding. Am Gas, wie faul und es. Dann habe ich dann die Erleuchtung gekriegt. Ich habe die Kerzen mal rausgemacht. Sag ich, die ist so hell, da stimmt die Hauptdüse nicht. Hat kein Mensch die Hauptdüse angepackt. Mir hatte durchgeguckt, die waren sauber, aber keiner gemessen. Nur mal so, da ist schon der Fehler bei uns. Mir hätte sie durchmessen müssen. Es war nämlich hier 82 Hauptdüse drin. Keine Ahnung, warum die da drin ist. Aber da habe ich mal nachgeguckt in dem Heft da.
Normal gehört bei der C4 Original, ist ja alles Original bei dem Ding, gehört eine 100er rein. Aber die waren ja eh schon mager immer. Und jetzt habe ich sie aufgerieben auf 115. Jetzt habe ich sie ja im Film drin. Der Gerhard hat Probefahrt gemacht und hat gesagt, wie ein Kätzchen das Ding geht von A bis Z hier. Das ist jetzt super. So, jetzt haben wir auch 18 Uhr durch. Der Ralf ist gesprungen heute. Den konnte ich ja gar nicht auf der Kamera aufnehmen. Ne? Der ist ja, der hast du nur noch Akkordarbeit. Gut. Wir haben es geschafft. Wir haben zwischendurch dann mal Rock'n'Roll laufen lassen, damit die Stimmung wieder perfekt ist. Alles klar, Feierabend und morgen geht's wieder in die neue Runde. Was wir morgen für Spaß haben. Also dann, guten Abend, tschüss.